So, unser Atticus, wie immer, sehr ausweichend, was uns betrifft. Aber wir haben ihm jetzt die Krikri reingesetzt, weil hier hat er natürlich einen etwas begrenzteren Horizont, Radius, sagen wir so. Und die Krikri ist eine ältere Hündin. Sie ist eher zurückhaltend, ruhiger, jetzt nicht aufdringlich. Ich wollte ihm nicht eine Hermione reinsetzen, die ihm vielleicht angesprungen hätte oder so. Und die beiden, ja, sagen wir mal, tolerieren sich auf Distanz, ignorieren sich, was geht, so wie das halt bei einem alten Ehepaar vorkommen könnte. Und also ich denke, dass der Atticus, er ist auf gar keinen Fall aggro, er ist ein Straßenhund, der hat viele Hunde gekannt auf der Straße und ist ein, er weicht eher aus. Also er braucht eigentlich niemanden für sein Glück, außer sich selbst, gell Schatzi? Und ist eher immer ausweichend, defensiv. Er ist jetzt nicht der Hund, der Händel anfängt, ganz im Gegenteil. Und deswegen denke ich, dass ein Zusammenleben mit einer Hündin, eventuell sogar mit Rüden, die nicht aufdringlich sind, auch funktionieren würden.